miese Diskussion gehabt mit meinem Vermieter auch, ne? Und ich bin eigentlich schon relativ ruhig geworden hier in Mexiko. Tranquilo-Vibes. Aber Bro, Bruder, kannst du mal eine Yoga-Routine zum Mitmachen raushauen? Ja, wa? Soll ich mal? Nee, Mitch ist Italiener, Bro. Ich glaube, der hat nicht damit gerechnet, dass dann so ein Ruse kommt, Bruder. Und den dann einfach hochnimmt. Ich mach das mit Boxershorts und lade das auf OnlyFans hoch, Bro. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. Ich laber einfach die ganze Zeit und wir haben keinen Ton, Bruder. Bruder, Scheiße, Dicker. Ich hoffe, euch geht's gut, meine lieben Freunde. Ich bin mal wieder live. Live it in, live it out. Sorry auf jeden Fall für den kurzen Fail eben an der Stelle. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe euch nur gefragt, wie es euch geht. Wie ist Lage in Deutschland? Wie war Wetter heute? Die miese Diskussion gehabt mit meinem Vermieter auch, ne? Ich bin aufgewacht und dann haben die diesen Presslufthammer wieder ausgepackt, ne? Ey, ich war so wütend, Freunde. Ich habe meine Schlappen genommen, meine Badehose angezogen, bin auf diese Baustelle darüber gerannt und habe dem Typen gesagt, dass er aufhören soll. Ich habe echt gedacht, dass ich da irgendwas bewegen kann, so, aber. Na klar, hat er nicht aufgehört. Ich habe gesagt, hol deinen Boss, hol deinen Chef, hör auf, Bruder, mein Kopf, du hast meinen Kopf gefickt wegen dir, ich krieg Krebs, Bruder. Ich habe schon geschwürt. Ich sag mal, aus jetzt. Na, ja, dann natürlich nach 10 Minuten wieder weitergemacht. Ich glaube, ich wollte einfach nur so Dampf ablassen. Und ich bin eigentlich schon relativ ruhig geworden hier in Mexiko, weil das musste hier auch. Tranquilo-Vibes, aber Bro. Dieser Presslufthammer, das macht einen so nervös, das gibt mir die ganze Zeit so ein Herzklopfen. Das ist so, weißt du, es ist so, es fühlt sich hektisch an, obwohl ich nicht mal in Hektik bin, so. Ausgerastet, Vermieter angerufen, gesagt, ey, das geht nicht und ich zahle keine Miete mehr und suche mir eine andere Wohnung und dies, das, bla, bla, bla. Jetzt sind wir gerade dran, jetzt schauen wir gerade nach einem anderen Apartment, so. Ich muss jetzt mal schauen, weil die Construction hier neben mir, die geht wahrscheinlich noch bis Dezember. Jetzt ist gerade nicht Saison hier in Mexiko. Das heißt, sie nutzen die Zeit gerade, um neue Dinge zu bauen, um andere Dinge zu reparieren und so ein Scheiß. Aber die Leute, die halt permanent hier leben, ich bin der Einzige gerade hier in dem ganzen Kondo, der hier permanent lebt. Die hier nur eine Woche sind, die juckt es eh nicht so krass. Die kommen dann hier hin und sind dann abgefuckt, aber die hier leben halt, so wie ich jetzt gerade, geht gar nicht. Deswegen schauen wir jetzt gerade nach einer neuen Unterkunft, Digga. Wo ich da ein bisschen mehr Ruhe habe, ein bisschen besseres WLAN habe, weil ich will halt auch streamen so. Ich will halt auch das wirklich durchziehen. Ich bin motiviert. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich habe im Mai wirklich, ich weiß nicht, bestimmt 20 Videos rausgehauen auf dem Zweitkanal. Hab versucht, so oft wie möglich, wie ich kann, so live zu kommen, weil ich will es halt wirklich durchziehen. Aber wenn dann das Internet nicht funktioniert und du die ganze Zeit eine Baustelle hast und dein Kopf gefickt wird, Bruder, dann, yo, weißt du? Wann ist Saison, fragt einer. Der Schuhhopp. Brother, den kennen wir auch. Saison geht dann wieder los, so ab November, Dezember. Ende November, Anfang Dezember. Also jetzt kommt nochmal eine Saison, Juli, August mäßig so. Da ist nochmal so Sommerferien in Amerika etc. Und dann ist eigentlich erst wieder Saison ab Dezember so. Dezember, Januar, Februar war auch für mich hier die schönste Zeit, Digga. Also da hast du wirklich einen weißen Strand, keine einzige Alge. Wetter ist brutal, es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu schwül. Also so im Dezember, Januar, Februar habe ich mich extrem wohl gefühlt. Dann ist es heißer geworden und jetzt gerade ist der Beach voller Algen, Digga. Also ins Wasser gehen am Strand macht gerade keinen Spaß. Deswegen hänge ich auch oft an der Zenote ab einfach, weil da einfach das Wasser geiler ist und es macht mehr Spaß, da rumzuhängen jetzt gerade. Ja. Aber bekommst du nochmal so eine billige Unterkunft wie jetzt? Das ist halt jetzt die Frage, ne, Bro? Oh, Tobip. T-O-Bip, Vejo wie das Love, Bro. Wie geht's, alles gut? Ja, das ist halt jetzt die Frage, ob ich überhaupt nochmal eine Wohnung bekomme für denselben Preis halt, ne? Und wenn nicht, dann bleibe ich auch hier. Dann gebe ich mir die Kopfschmerzen so. Dann gebe ich mir die so lange, bis wieder Saison ist und dann bleibe ich die ganze Saison auch noch hier. Wenn Ruhe ist und so, weißt du? Wenn die ganzen Zimmer hier auch voll mit Eulen sind. Ich habe hier, neben mir ist gerade wild, Freunde, ja? Kurzer Boys Talk an der Stelle. Neben mir, da leben gerade 5 Ollen, Digga. Und ich war gestern so auf der Couch und ich chill hier oft mit Tür auf einfach. Tür aufgelassen, gezockt, in Boxershorts, dann Mario Kart gezockt, Digga. Und dann sind die da alle vorbeigelaufen, so. Haben so reingeguckt, hey. Ist schon crazy, Bro. Die sind halt alle hier auch jeden Tag auf Party-Vibes, Urlaubs-Vibes und so.
Du hörst jeden Abend irgendwelche Ollen rumschreien, Bruder, irgendwelche Amis am Party machen, in Pools jumpen und so. Ist auch krass, Mann, Alter. Das treibt dann halt immer wieder auch darüber nachzudenken, so, ne? Oh, soll man nicht heute auch noch was machen oder so? Da muss man echt cool bleiben, das muss man echt, da muss man echt kontrollieren, so. Timo, gute Idee, Digga. Soll ich mal streamen? Soll ich die Mädels mal rüberholen? Sollen wir mal zusammen Mario Kart zocken oder was mit den Mädels? Eigentlich könnte ich auch mal, ist halt dann auf Englisch, ne? Dann machen wir mal einen englischen Stream. Eigentlich könnte ich mal so ein, zwei Mädels mal einladen und können wir mal hier ein bisschen streamen, Digga. Ich weiß doch, ihr seid doch die übelsten Schlawiner hier wahrscheinlich auch, ne? Wishu. Was macht eigentlich dein Kollege Mitch? Ist der Mexikaner? Was macht der in Tulum? Ne, Mitch ist Italiener, Bro. Mitch ist Italiener und der macht das Gleiche wie ich eigentlich auch so. Der lebt halt einfach so, ne? Jam kommt in 5 Minuten. Ich küsse dein Herz, Schub. Auf jeden Fall, der lebt halt hier einfach so. Lifestyle. Tuffnees Records, follow it in, man. Lifestyle einfach. So. Balkan Bratte ist da, ich brauche keine Angst haben, okay, Bro. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön für den Rücken. Danke für den Support, Bro. Wenn du was brauchst, sagst du Bescheid, Digga. Mehr Dislikes als Likes bei Bushido jetzt mittlerweile bei den Ansagen. Ja, Bruder, aber es ist jetzt auch, da braucht man auch jetzt nicht schadenfroh so krass sein oder so. Für mich war das eh ein Phänomen, dass überhaupt noch Leute den Bruder feiern, so. Ist doch eh jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Eigentlich nur abwarten, Tee trinken. Der Roos wird das schon zu Ende bringen, denke ich mal. Hätte man so auch nicht gedacht, dass Roos so eklig sein kann, oder? Im Vorhinein so. Also ich persönlich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der Bruder jemanden so eklig, also verfolgt mäßig. Weißt du, wie ich meine? Ist ja schon fast Farid Bang-Level, Bro. Also mit Roos anlegen, schwierig. Asche und Animus zusammen beim Essen gespottet, habe ich auch irgendwas gesehen. Jam, aber bevor du so eine Fitna hier reinschreibst, Bruder, will ich erstmal die Links sehen von den Videos, Bro. You know? Jammo, ist wichtiger, Digga. Bushido hat alles verdient, aber der kommt da 100 pro raus. Wenn der krasses CCN droppt, dann feiern den wieder alle. Deutschland, für mich gibt es da keine Option mehr, Bro. Ich könnte mir das im Kopf selber nicht mehr so schön reden, dass ich den noch feiern kann. Weißt du, wie ich meine, so? Und ich habe Bushido gefeiert, Bruder. Ist nicht, ich bin kein grundsätzlicher Bushido-Hater, ne? So. Aber ich kann mir schon auch Künstler schönreden. Das mache ich auch oft. Weil natürlich hat man hier und da die ein oder anderen Künstler kennengelernt. Und die hat man dann doch nicht mehr so gefeiert, wie man die vorher von Interviews oder von Musik gefeiert hat. Und dann ist es nicht mehr so geil. Aber ich kann mir das dann wieder schönreden, weil es einfach aus nostalgischen Gründen etc. so, weißt du? Kann man sich das dann irgendwie geil irgendwie schönreden, weißt du, wie ich meine? Selbst nach ein, zwei Jahren habe ich es geschafft, R. Kelly mir irgendwie wieder schön zu reden und ein, zwei Songs wieder in der Playlist zu haben, so. Ja, ich bin gespannt, ob das mit Bushido, ich weiß nicht. Dadurch, dass man halt auch noch so persönlich involviert ist und beleidigt wurde und ja, vielleicht ist das auch der Grund. Vielleicht ist auch einfach nur persönliche Emotion, I don't know. Aber ich könnte, egal was der für eine Musik macht, der kann eine krasseste Mucke machen, so. Der kann morgen ein Drake-Feature raushauen. Ich kann den nicht mehr fühlen, Bruder. Das ist irgendwie weg, diese Magie ist weg, Bruder. Und ich sage, der hat eine krasse Magie gehabt, Bruder. Also, ne? Hand aufs Herz, das kann auch jeder sagen, was er sagen will, Digga. Wenn denen seine Stimme, wenn der reingekommen ist beim Rappen, Digga, der hat eine krasse Energie gehabt, der Bruder. Fertig. Punkt aus Ende. Haha, hat der nicht gerappt, dass du von einem Kuchen gekillt wirst? Haha, wie arm muss man sein? Das sind ja die letzten Versuche, so, ne? So ein bisschen auf YouTuber rumhacken. Roos, Leon Lovelock, die haben nicht die krasseste Community, so, die sind nicht die größten, da kann man drauf rumhacken, da kriegt man wenig Gegenwind, so, weißt du? Ich glaube, der hat nicht damit gerechnet, dass dann so ein Roos kommt, Bruder, und den dann einfach hochnimmt, 24 Stunden quasi. Das ist halt dann schon hart, so, weißt du? Ja, die Pläne gehen halt nicht mehr so auf, Mann. Bruder, kannst du mal eine Yoga-Routine zum Mitmachen raushauen? Ja, wa? Soll ich mal? Meinst du, es wird gut ankommen, Digga? Ich weiß nicht, ob die Leute das Bild so richtig zusammenkommen, wenn so ein großer, breiter, schwarzer Dude mit Tattoos dann da anfängt, irgendwie Cat-Cow-Position zu machen, Bruder. Ist lustig auf jeden Fall, Digga. Kann ich mal gerne machen. Eins in den Chat, wenn ihr von mir eine Yoga-Routine sehen wollt. Auf YouTube, zum Mitmachen. So, und die Leute, die auf YouTube zugucken, können es gerne auch jetzt in die Kommentare reinschreiben, so à la Pamela Reif-mäßig so. Yoga with Leon Lovelock.
Ja, Digga. Das wäre bestimmt lustig. Lade ich mache das mit Boxershorts und lade das auf OnlyFans hoch, Bro. Have to have muscle, so ist egal. Auf jeden Fall, wie findest du eigentlich die ganzen Newcomer, Lucio und so? Geil, Bruder, fühle ich. Habe ich auch letztens drauf reagiert, Bro.